Ja, also das war einfach eine unglaubliche, märchenhafte Geschichte, weil Kramnik war fantastisch vorbereitet auf diese Partie und er hat ein völlig neues Konzept im Marshall entwickelt und ich war überhaupt nicht bereit darauf und ich wusste allerdings, weil ich hatte sehr großes Wissen in Marshall, nicht nur in konkreten Varianten, sondern schachverständnismäßig, worum da geht's. Dass wenn er diese Variante bereit ist zu spielen, dann das bedeutet, dass er hat unglaublich Unmenge Zeit da investiert, weil ohne mindestens 200 Stunden diese konkrete Variante zu analysieren, kann er einfach das niemals spielen, ja, weil es ist so kompliziert. Und ich hatte gar kein Wissen. Also ich versuchte dann zu verstehen als allererste, natürlich man hat ein sehr unwohles Gefühl, man würde überrascht, konfrontiert mit etwas sehr Kritischem und er hat halt den Heimvorteil. Aber dann habe ich mich versucht, so schnell wie möglich zu beruhigen und auf die Stellung zu konzentrieren. Und ich habe dann 55 Minuten lang nachgedacht an dieser Stelle. Natürlich, es ging nicht darum, alles zu verstehen oder alles auszurechnen, sondern ich versuchte in mir klarzustellen, dass was wäre meine beste praktische Chance. Und ich dachte, dass so wie ich es spielte, so habe ich am meisten praktische Chancen. Also ich wollte auf gar keinen Fall Dame tauschen, weil obwohl es vielleicht während der Party ich das Gefühl hatte, dass das vielleicht objektiv besser ist, trotzdem ich wollte so viel Spielmöglichkeit für mich geben, wie es nur geht. Und es war auch klar, dass sein Idee basierte auf einem Qualitätsopfer und das ist auch psychologisch. Wenn du weißt, dass dein Gegner will ein positionelles Qualitätsopfer, eine meiner Lieblingsthemen im Schach, ich mag sehr und ich war hier sehr froh, dieser positionelle Qualitätsopfer gesehen zu haben, weil das ist immer eine Riesenfreude. Natürlich hier, das ist eine fantastische Stellung, oft kriegt man nicht so viel für die Qualität. Allerdings, wenn der Gegner eindeutig diese positionelle Qualitätsopfer machen will, dann neige ich als Gegenspieler automatisch, es nicht anzunehmen. Ja, es ist ganz normal, aha, mein Gegner hat das vor, er plant das so, dann nee, versuche ich seinen Plan zu durchkreuzen. Darauf versuchte ich mich in dieser Partie dann einzustellen und ich habe gesehen, dass ich werde seinen Turm auf E4 niemals schlagen. Und wie kann ich es so lange angreifen, dass er diese Qualität, dieser Turm von dort wegzieht. Und das war der psychologische Moment und dafür habe ich diese irrsinnig viel Zeit verbraucht, diese 55 Minuten für diesen Zug, aber auch noch für die nächsten paar Züge, dann halt immer 10-15 Minuten noch extra. Und dann kamen wir zu dieser kritischen Stellung, weil es war klar, dass er hat antizipiert auch diese Spielweise von mir. Und wir gelangen nach, weiß ich nicht, 20. Zug zu einer Situation, dass der Kramnik, der Weltmeister, hat nur bisher 2 Minuten Zeit verbraucht und ich schon eine Stunde 53 Minuten. Also ich habe nur noch, es war damals 2 Stunden Bedenkzeit für die ersten 40 Züge, ich habe nur noch 7 Minuten zu spielen und er hat noch fast die gesamte Zeit für sich, für die Partie. Und er ist noch in Vorbereitung. Allerdings, da war ich schon glücklich. Und die Sache war, dass hätte ich so viel Zeit nicht verbraucht, hätte er niemals im Leben so gespielt, wie er dann gespielt hat in der Party, sondern hätte er die objektiv beste Zug gemacht. Allerdings er fühlte, dass ich bin jetzt unter Riesendruck und er wollte aus Druck profitieren. Der Wettkampf stand dann auch nach 7 Partien 3,5, 3,5. Deshalb es war sehr, sehr wichtig, in welche Richtung es geht. Und er fühlte das, nachdem er schon mich überrascht hat mit so einem neuen System. Das passiert hat auch sehr selten in dieser WM-Kämpfe, dass man so eine Überraschung bringen kann. Dann er will das Maximum profitieren daraus. Und er hat dann die Entscheidung getroffen, emotional nicht die objektiv beste Variante zu spielen, was sie alles analysiert hatten, was zum Remis führt, sondern der damalige Computervorschlag, was sie allerdings nicht überprüften. Nur er, wie ich später mitbekommen hatte, hat von seinen Sekundanten diese Information bekommen, dass aha, laut Computer das gewinnt für Weiß, aber okay, wer weiß.
gab es nicht mehr die Zeit auch für die, das schon auszuanalysieren. Und Kramnik hat dann entschieden für diesen sogenannten Computergewinn, aber wer weiß, zu riskieren, a tempo, um mich weiter unter Druck zu setzen. Und das ehrlich gesagt kam für mich als ein totaler Schock und ein angenehmer Schock, weil ich habe das schon vor einer Stunde berechnet, dass er so eigentlich nicht spielen darf, weil dann habe ich diese Dame D3 Zug. Also selbst diese Dame D3 Zug hat für mich persönlich deshalb nur Schockeffekt gehabt, weil ich dachte, ich werde diese Gelegenheit niemals kriegen in der Partie, dass ich dann die Gelegenheit dafür bekommen habe, weil zuerst ich dachte, und das, ich habe mindestens Dauerschach. Also Dauerschach, das war mein Gefühl, auch meine Berechnung war, dass okay, Dauerschach ist da bestimmt drin und mehr brauchte ich dann nicht. Und dann, als er das gespielt hat und ich habe dann noch mich ein bisschen vergewissert und ich sehe schon, dass eigentlich denke ich gewinne. Forciert, ja. Es ist, wie bescheuert es nicht klingt. Und ich spielte dann die Dame D3. Und ich erwartete, dass jetzt Kramnik dann weiter ausblitzt, die Varianten, weil sonst macht es überhaupt keinen Sinn für ihn so zu spielen. Und er fängt dann nachzudenken. Und ich sehe das noch, seine Körperhaltung, weil ich ging dann weg in meinen Entspannungsraum, aber ich könnte ihn verfolgen von Kamera und ich sehe, dass er wird unglaublich nervös. Zuerst wird er total rot, dann wird er total weiß. Er ist fix und fertig. Natürlich, ich kann ihn gut verstehen, er plötzlich in der WM-Kampf versteht, dass eigentlich seine Stellung ist jetzt verloren. Und er hat bisher nur seine Vorbereitung ausgespielt, hat eine Stunde 40 mehr auf die Uhr. Und er wird die Party jetzt verlieren. Also was für ein Schock musste es gewesen sein. Und meine Aufgabe war dann nur noch die Party präzise zu Ende zu bringen, weil die prinzipielle Variante führte halt zum Matt. Zu wunderschöner Matt, weil er kriegt zweite Dame, sogar mit Schach. Und trotzdem, ich gehe mit meinem König weg und sein König auf dem Königsflügel ist total hoffnungslos gegen den Mattangriff. Er könnte das nicht spielen und was er dann gespielt hat, war technisch verloren und ich habe dann mit sauberem Spiel die Party zu Ende geführt. Natürlich war das riesen Freude und ein riesen Schock für ihn. Aber es hatte auch eine Folge, dass ich allerdings entschied, danach nicht mehr die Marshall anzuwenden, was für mich persönlich für den Rest der Match ein sehr großer Nachteil war. Weil das war so gesagt meine Hauptwaffe, aber diese Variante war halt so kompliziert, dass ich mir nicht sicher sein könnte, auch mit meiner Sekundante, mit meinem Team, mit damaliger Technologie, damals waren noch nicht die Supercomputer da und es war einfach klar, dass du in ein, zwei Tagen das nicht ausarbeiten kannst. Dann im Laufe der Jahre habe ich insgesamt 256 Seiten Analyse gemacht über diese einzige Stellung, nach dieser Dame F1-Zug. Und jetzt denke ich, obwohl ich jetzt Marshall schon nicht mehr spiele, aber das habe ich so um 2011 beendet, dass alles ist okay für Schwarz, aber damals 2004, das war einfach unmöglich.